Hier ist Apolut mit der Macht um 8. Ta 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8, die Alternative, die kritische und ganz sicher auch die analytische Sendung zur Tagesschau und Analysebruch, die Tagesschau bis zum Abwinken. Und heute haben wir für die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau mal ein neues Markenzeichen, ein wunderbares Instrument mitgebracht. Eine Kehrschaufel und ein Handfeger, weil, und ich werde das beweisen, dass sie das tun, weil die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau sehr gern Teile der Nachricht, Hintergründe, Zusammenhänge etc. unter den Teppich kehren. Ja. Deshalb finde ich, die Kolleginnen und Kollegen sollten sich das hier zum neuen Markenzeichen nehmen. Und wir werden Punkt für Punkt, Meldung für Meldung untersuchen, wie weit denn meine Überlegung über dieses neue Markenzeichen stimmt. Gehen wir als erstes zu einem Faktenfinder. Da ist ein Pascal Sigelkopf. Dieser Pascal Sigelkopf nennt sich, wie gesagt, Faktenfinder. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal beobachtet haben. Ich habe den Eindruck, Faktenfinder sind meist solche, die von einem Lastwagen voller Fakten überfahren werden können und gar nicht merken, dass es sich um Fakten handelt. Aber Pascal Sigelkopf, der ein Faktenfinder sein will, sich von sich behauptet, nimmt sich also unter der Überschrift "Trotz EU-Sanktionen, wie finanzieren sich Putin-Propagandisten?" die Kollegin Alina Lipp vor. Die Alina Lipp ist eine russischsprachige Journalistin, die sehr häufig zu Ukraine und zu Russland Positionen verbreitet. Und das macht sie, finde ich, ziemlich cool und ziemlich gut. Aber der Kollege Pascal Sigelkopf findet das nicht. Und deshalb tauchen bei ihm so Vokabeln auf wie fragwürdig und vermutlich und so weiter und so weiter und so weiter. Also er findet diese ganze Person schrecklich und eben, weil sie eine Putin-Propagandistin sein soll. Und zum Partner in diesem Stückchen Tagesschau wählt er sich im Gespräch Josef Hollenburger. Und Josef Hollenburger, mit dem er sich die Bälle zuwirft, ja, ne? Der eine sagt dies, der andere jenes und so kommt ein Bild, wie ich finde, falsches Bild von Alina Lipp raus. Und dieser Josef Hollenburger ist Geschäftsführer des Center of Monitoring, Analyse and Strategy. Ohne Englisch geht's nicht mehr. Und dieses Center of Dingsbums ist ein Think Tank. Also, der Josef Hollenburger vertritt einen Think Tank in der ARD. Sagt übrigens keiner in dieser Meldung. Und wir gucken uns noch was an, was sie nicht sagen. Ja. So, dieser Think Tank wurde finanziert und wird vielleicht immer noch von der Alfred Landecker Foundation mit immerhin 2,8 Millionen Schleifen. Das ist ganz nett. Ne? So. Dieses Geld kommt von der Familie Reimann, ursprünglich Ludwigshafen, einer der wohlhabendsten Familien deutscher Herkunft in diesem Land. Ja. Man tippt, 35 Milliarden Euro hätten die zusammen gehortet, getan, gemacht. Und diese Familie ist reich geworden in der Nazizeit. Sie waren offene Unterstützer Adolf Hitlers und ihr Unternehmen galt schon vor der Machtergreifung als Nazi-Musterbetrieb. Und natürlich wurde dort Geld verdient mit Zwangsarbeitern. Also all das hat die ARD, die Tagesschau, vorsichtshalber mal unter den Teppich gekehrt, ja, weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass es hier eine lange Linie gibt in der Nachrichtengebung. Ja. Eine Familie, die mit den Nazis reich geworden ist, finanziert eine Stiftung, die wiederum auf der ARD erklären darf, warum denn Frau Lipp möglicherweise von jemandem finanziert wird. Ja. Die eigentlichen Finanziers des Gesprächspartners, dieser Josef Hollenburger, die taucht bei der ARD nicht auf, wird, wie gesagt, unter den Teppich gekehrt. Und das ist sozusagen eine Art Profession, die in der Tagesschau weit verbreitet ist. Meine Damen und Herren, gehen wir zur nächsten Meldung, die da heißt, überschrieben ist, Lauterbach nach Corona-Minister ohne Markenzeichen. Das ist eine Sorge, die sich nur ein ARD-Redakteur machen kann, dass der arme Herr Lauterbach plötzlich ohne Markenzeichen ist. Irgendwann möchte ich mal so viel Zeit haben, dass ich mir solche Sorgen machen kann. Ja. Es ist auch schon absurd, diese Frage zu stellen. Warum? Das ist eine Kommentierende. Das ist ja Mitleid drin. Ach, der Herr Lauterbach ist jetzt ohne Markenzeichen möglicherweise. Das ist ja ganz schrecklich. Das ist schon
ehrlich gesagt, einführender, kommentierender, manipulativer, dummer Quatsch. Und dann guckst du die Meldung an und was wird wieder unter den Teppich gekehrt? Ich erkläre das gleich. Er wird als studierter Epidemiologe bezeichnet. Ach, herrje. Man muss mal die Ex-Frau von Lauterbach fragen und die sagt, also er hat, der Lauterbach hat nicht Epidemiologie studiert, sondern Gesundheitsökonomie. Und er war nie Epidemiologe, sagt sie eindeutig. Aber das, dieses Faktum wird vertuscht, wird unter den Teppich gekehrt. Was noch viel gravierender ist. Lauterbach war und ist streckenweise immer noch der Auslöser einer großen Demokratiebewegung. Lauterbach war derjenige, der in diesem Land über die Corona-Regime-Verfügungen antidemokratische Maßnahmen eingetragen hat, die vielen Leuten so auf den Zeiger gingen, dass sie sich zu Tausenden und Abertausenden auf Straßen getroffen haben und sich dagegen gewehrt haben. Wer diese Rolle von Lauterbach nicht bewertet, nicht mit einnimmt, wer nicht sagt, dass er gar kein Epidemiologe ist, der kehrt so viel unter den Teppich, dass sozusagen die Nachricht eigentlich nur noch aus Kehren besteht und nicht mehr viel mehr ist, bedauerlicherweise. Meine Damen und Herren, gehen wir zu einer nächsten Meldung. Ukraine-Treffen in Kiew, EU verhängt neue Sanktionen gegen Russland. Siehst du, wer über Sanktionen redet, wer Nachrichten über Sanktionen macht, der muss auch mal sagen, was denn diese Sanktionen eigentlich auslösen. Und unter anderem lösen sie das aus, was die normale Springer-Zeitung Die Welt sagt, nämlich dass Gazprom milliardenschwere Rekordgewinne trotz Sanktionen erwirtschaftet hat. Wer sowas nicht mal mit reinnimmt, der kehrt, der verschweigt, der hat maximal eine halbe Nachricht, die er auch rausbringt. Und das ist so eben bei der Tagesschau. Sie brauchte eigentlich dieses Handwerkszeug als Markenzeichen. Sie müssen sich damit sozusagen kenntlich machen, weil sie kehrt mehr, als sie nachrichtet. Gehen wir zu einer weiteren Meldung. Da gibt es mal wieder einen EU-Ukraine-Gipfel und viel Unterstützung und so weiter, heißt hier die Headline. Und das hat uns Professor Bauer aus Bremen mit einer Bildmontage kommentiert. Sie sehen dieses Symbol auf der Bildmontage. Übrigens nochmal herzlichen Dank, Professor Bauer, dass Sie uns das zugesandt haben. Professor Bauer will uns dann an zwei Sachen damit erinnern. Erstens, die Deutschen waren schon mal in der Ukraine, in der Nazizeit, im Kampf gegen die Sowjetunion. Und das hat Spuren, tiefe Spuren auch im Bewusstsein der Menschen dort hinterlassen. Und zweitens will er darauf hinweisen, dass die jetzige Regierung oder diejenigen, die das Sagen haben in der Ukraine, sehr häufig auch Wurzeln in der Bandera-Zeit, in der Nazi-Zeit der Ukraine haben. Und das ist eine notwendige, wichtige Charakterisierung der jetzigen Situation. Ich bin dankbar, dass uns Professor Bauer das schickt. Und ich finde, seine Bildmontage könnte auch mal in der ARD auftauchen, tut sie aber natürlich nicht. Meine Damen und Herren, gehen wir von den Meldungen der Tagesschau rüber zu den Zuschriften, die Sie uns immer unten eingeblendete Adressesäcken senden. Sie kritisieren uns, Sie loben uns, Sie liefern Zusammenhänge. Wir sind da sehr dankbar für, auch wenn ich aus der Fülle der Zuschriften immer nur wenige zitiere, wird sonst zu lang einfach, freuen wir uns über jede einzelne Zuschrift. Wir sind gerne im Dialog mit Ihnen, weil wir wissen dann, wie Sie uns sehen und das, was Sie formulieren, wird dann wieder Teil, wie zum Beispiel mit dieser Bildmontage. Das, was Sie uns senden, wird Teil unserer Videoserie. Der erste, den ich erwähne, ist der Rainer Kaden. Der sagt auf meine vorherige Videosendung, da habe ich von einem Reichsrundfunk-Sonett gesprochen. Und er hat gesagt, naja, das hätte das nicht als NS-Sonett gefunden im Netz. Nein, doch taucht es tatsächlich nur, übrigens nur im englischsprachigen Wikipedia, taucht es als Reichsrundfunksonett aus. Dass es ein Nazi-Sonett war, ergibt sich aus der Verwendung. Die Nazis haben in ihrem Reichsrundfunk dieses Sonett immer wieder bei Sondermeldungen gespielt und bei Militärbewegungen aller Art. Daher kommt der Name Reichsrundfunksonett und herzlichen Dank für den Hinweis. Aber tatsächlich ist das korrekt, die Bezeichnung.
Dr. Dieter Kraft schreibt uns einfach nur Beifall und Dank. Die Daueraufträge sind leider schon ausgebucht. Danke für die Spenden, muss ich Rainer Kraft sagen, der uns darauf hinweist, dass wir uns aus Spenden finanzieren. Ja, Dr. Kraft, das ist so. Wir brauchen für Kameraleute ein bisschen Geld, wir brauchen für Mieter ein bisschen Geld, wir brauchen für neues Equipment ein bisschen Geld. Und wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden. Und danke für den Hinweis, wir brauchen sie auch jetzt. Veronique Marsaudon schreibt uns, lieber Herr Gellermann, sie schaut sich diese spitzfindige Sendung, nennt sie das, an und sie sagt, ja, sie hat beim letzten Mal wieder gehört und ich hätte nun wirklich kein idiotisches Lächeln, sie findet mein Lächeln ganz gut. Herzlichen Dank dafür. Sie sagt darüber hinaus, dass sie meint, in Deutschland lebende Ausländer, sie selber ist ursprünglich Französin, könnten die deutschen Werte besser beurteilen manchmal oder schätzen als die Deutschen selbst. Liebe Frau Marsaudon, mag sein, ich weiß es nicht so richtig, aber manchmal ist der Blick von außen ja derjenige, der schärft. Herzlichen Dank für Ihr Lob, das Sie uns senden. Herzlichen Dank für Ihre kritische Anmerkung oder Ihre überlegenen Anmerkungen. Das hilft uns alles, wann immer Sie etwas zu uns zu sagen haben. An die eingeblendete Mailadresse senden Sie Meinung, Hintergründe, Fragen, Lob, Kritik, was auch immer Ihnen einfällt. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Es tut uns gut, mit Ihnen im Dialog zu bleiben. Ich denke, wir bleiben das auch weiter und bis zur nächsten Serie der Macht um 8. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wo immer Sie sind. Ich hoffe, Sie haben ein gutes Wetter. In Berlin schneit es gerade. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald, die Macht um 8. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolut. Das denke ich auch.